Guten Morgen. Wir fragen uns ja immer wieder, warum die Menschen nicht wissen, wie man sich gesund ernährt. Da ja die Informationen doch alle eigentlich da sind. Aber die Menschen im Mittel gesehen ernähren sich nicht gesund. Das liegt aber daran, dass viele Menschen ihre Informationen aus ganz speziellen Medien erhalten, die ganz bewusst die Gewohnheiten der Menschen bedienen wollen, um quasi die maximale Anzahl an Auflage an Zeitungen, an Büchern, an was auch immer, an Filmen zu verkaufen. Auch wenn der Mensch dadurch erkrankt, wenn er leidet und dann auch irgendwann stirbt. Ein besonders beschämendes Beispiel für vermeintliche Informationsbeschaffung ist in Deutschland die größte Tageszeitung, die Bild. Ich habe in der Ausgabe vom 6. Mai mal exemplarisch ein paar Tipps der Bild für gesunde Ernährung herausgeschrieben und damit verbunden möchte ich euch aufzeigen, wie unfassbar parasitär sich die Bild-Zeitung ausgehend von den Wünschen der Menschen finanziell bedient und keinerlei moralische Grenzen hat, den Menschen wirklich nachhaltig zu schaden, nur um die Zeitung maximal möglich zu verkaufen. Was ich euch jetzt sage, ist tatsächlich so abgedruckt und nicht in irgendeiner Weise von mir irgendwo dramatisiert, sondern das ist das, was die Redaktion den Menschen da draußen empfiehlt. Um sich rechtlich abzusichern, lässt man in einem Einzeiler verlautbaren, dass die Einstellung eines gewissen Uwe Knöpp die Grundlage des Artikels sind und dass er dann auch die Verantwortung für diese Ernährungstipps quasi dann übernimmt. Aber dann natürlich groß und fett die Ernährungslügen plakativ dargestellt, sodass der Leser den Eindruck bekommen muss, dass ja, dass die Zeitung, die Bild-Zeitung und damit eine große Institution die Meinung vertritt, ne? Und dass es eben nicht nur so ein hingerotzter polemischer Artikel ist. Der Artikel selber war von einer gewissen Stephanie May oder May, ja, die offensichtlich große Freude daran hat, ihre eigenen Konditionierungen mittels diesen Autors, wo sie eben diese Ernährungsweisheiten aufgeschnappt hat, ja, dann quasi ja, zum Besten zu geben. Aber fangen wir an. Eine Ernährungslüge ist laut, ich sag einfach mal, der Bild-Zeitung, die sie abgedruckt hat, also eigentlich des Autors oder der Redakteurin und dann aber letztlich der Bild-Zeitung, dass Fleischessen eben keine kardiovaskulären Erkrankungen katalysiert. Oder wie es die Bild ausdrückt, Fleischessen führt nicht zum Herzinfarkt. Die Begründung ist: Es existiert kein wissenschaftlicher Beleg und nach neuester Datenlage ist kein Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Herzinfarkt gegeben. Ohne Hinweise, ohne irgendetwas. Das ist alles, diese zwei Zeilen. Und ich weiß auch nicht, wo die Bild-Zeitung ihre Daten bezieht, weil sie bezieht sich auf die Datenlage, auf die aktuelle Datenlage. Aber alleine in der PubMed-Datenbank, die größte öffentliche und frei zugängliche Datenbank, sind unzählige Studien, die eine starke Korrelation mit stark vermuteter Kausalität beinhalten. Dazu muss man sagen, eine Kausalität kann ohne durchgeführte Menschenversuche so gut wie nie zweifelsfrei bestätigt werden, da es einfach zu viele Einflussfaktoren gibt, die sich eben gegenseitig bedingen. Das ist dann auch der Grund, warum sie wahrscheinlich rechtlich sowas schreiben können, dass es nicht zweifelsfrei wissenschaftlich belegt ist, weil es nicht zweifelsfrei wissenschaftlich belegbar ist, wenn es um den Menschen geht. Aber alle großen Ernährungsinstitute der Welt, die oftmals sogar stark mit der Fleischindustrie verbunden sind, weil da sozusagen Mitarbeiter der Gesellschaften quasi auch ihre Wurzel in der Fleischindustrie haben und dort natürlich noch ihre Kontakte. Die bestätigen sogar diese Zusammenhänge, dass Fleisch mit Sicherheit eines der größten Katalysatoren für atherosklerotische Krankheiten ist. Aber es gilt ja die Pressefreiheit in Deutschland und so kann man ja sowohl Bücher als eben auch Artikel in Zeitungen veröffentlichen, die einem einfach ins Gesicht lügen. Unfassbar. Weiterhin geht es natürlich auch um die Religion, die sich vegan nennt oder diese Unterform des Vegetarischen und so weiter. Und da wird auch gleich ja, aufgezeigt, dass natürlich auch derzeit in der Forschung keine längere Lebenserwartung festzustellen ist, wenn man sich pflanzlich ernährt. Was aufgrund der relativ frischen Ernährungskonzepts der veganen Ernährung auch normal ist, dass da im Endeffekt erstmal keine Langzeitstudien geben kann. Da quasi erst in den letzten Jahren der Veganismus auch eine breitere Masse in der Gesellschaft erreicht. Aber bei der veganen Ernährung geht es ja auch nicht primär darum, länger zu leben, sondern besser zu leben. Das heißt weniger Krankheiten, fittere Grundkonstitution, schnellere Erholung, besseres Lebensgefühl und natürlich nicht zuletzt weniger Tierleid. Aber selbst dass eine pflanzliche Ernährung gesünder ist,
Also nicht nur nicht lebensverlängernd, sondern dass sie also lebensverlängernd, sondern auch gesünder. Das wird in der Bildzeitung einfach bestritten. Als Einzeiler, ne? Fazit der Bildzeitung: Vegan? Gesünder lebt man davon nicht. Das ist die Information, ne? Und dann natürlich ja, nachdem letztes Jahr die WHO die in der breiten Öffentlichkeit sozusagen das offeriert hat, weil sozusagen die Studien und Forschung der letzten Jahre, Jahrzehnte sozusagen dann auch bestätigt, dass Wurst eben krebserregend ist. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, was ich damals gemacht habe, den verlinke ich das oben nochmal in den Infokarten. Ja, da sagt die Bild-Zeitung zu dem Leser, das ist kein Scheiß, was ich sage, das ist wirklich der Originalton, ne? Sie sagt zu dem Leser: Lassen Sie sich nicht die Wurst vom Brot nehmen. Es gibt keinen einzigen Krebsfall auf der Welt, der wissenschaftlich gesichert durch Wurst verursacht wurde. Wow, wow, was ist das für ein absolut unterirdisches Niveau? Als ob Krebs so einfach kausal zu beweisen ist, wie wenn man mit dem Hammer auf den Kopf eines Bild-Chefredakteurs hauen würde, um dann festzustellen, dass sich da auch nichts hinsichtlich Verantwortungsgefühl gegenüber dem Leser tut. Krebs ist eine über Jahre sich entwickelte, noch nicht einmal an sich vollkommen verstandene Krankheit, wo man überhaupt nicht in der Lage wäre, eine zweifelsfreie Kausalität innerhalb des menschlichen Körpers festzustellen. Gerade wenn sowas wie bei der Ernährung viele Einflussfaktoren dazu, zu beachten wären. Man müsste quasi als Monomahlzeiten Wurst ihm präsentiert in einem Menschenversuch, um dann die Kausalität zweifelsfrei festzustellen. Das ist Irrsinn. Und das ist das als Begründung anzugeben. Das ist Irrsinn. Das ist unfassbar. Das ist so erschreckend, wie diese Profitgier eines auch derart schon großen Unternehmens komplett einen über Leichen gehen lässt. Und dieses Beispiel ist in der Tat jetzt in diesem Beispiel absolut treffend, absolut zutreffend. Die Wissenschaftler, die Ernährungsinstitute und die Gesundheitsinstitutionen der Länder, die alle generell schon etwas, bis auf die Wissenschaftler vielleicht, zurück sind, aber selbst auch die Wissenschaftler, weil die erst Studien sozusagen, nachdem Studien sozusagen ausgewertet sind und bestätigt sind und diesen anhand Kriterien, das dauert auch seine Zeit, aber die sind alle nicht wirklich am Nabel der Zeit, aber ich sag mal, ein paar Jahre danach haben dann die ihre Bestätigung und die Gesundheitsorganisationen übernehmen das, was die Forschungen gesagt haben und die Ernährungsinstitute und so weiter. Und die sind schon langsam. Aber alle warnen vor einem übermäßigen Konsum von Fleischprodukten. Aber die Bild-Zeitung meint, lassen Sie sich nicht die Wurst vom Brot nehmen. Diese Anbiederung an das konditionierte Wohlgefühl eines Menschen, nur um das Produkt Tageszeitung besser verkaufen zu können, das sprengt eigentlich alle Ketten eines verantwortungsvollen Journalismus. Ja, mir ist bewusst, dass die meisten die Bild-Zeitung als ein Käseblatt bezeichnen und dieses, wie man sieht, auch zu Recht. Aber da ich ja selber ja nie wirklich diese Zeitung in den Händen gehalten habe, weil ich mich ja von jeher lieber über das Internet informiert habe, ja, lief mir beim Lesen und vor allem bei der Vorstellung an das millionenfach beruhigte Kopfnicken der Menschen, die diesen grenzenlos respektlosen Schund lesen und weiter jeden Tag sich ihre Wurst nicht vom Brot nehmen lassen, da lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ich bin ja total für Pressefreiheit, aber kann man nicht ein Mindestmaß an Qualitätsstandards einfordern, um auch die Menschen vor solchen gesundheitsgefährdenden Schriften zu schützen? Oder wäre das der Einstieg in eine Zensur, die letztlich von der Regierung für politische Motive dann auch instrumentalisiert und missbraucht werden kann? Ich weiß die Antwort darauf nicht. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie sollte man mit derart schwachsinnigen, populistischen und den Menschen sogar schädigenden Journalismus umgehen? Persönlich gar einfach nicht kaufen, das ist klar. Aber gesellschaftspolitisch und vor allem regulatorisch einfach machen lassen und die Dummen sterben schon irgendwann aus? Oder würde durch das Erlauben, dass man die Masse an Menschen dumm hält, die starke Schere zwischen Arm und Reich und damit auch intelligent und dumm sukzessive vergrößert und man sollte die Pressefreiheit bei solchen eklatanten Berichten einschränken? Ich habe keine Antwort darauf. Dafür bin ich ja eigentlich auch noch viel zu geschockt von dem, was ich gerade gelesen habe. Was ist eure Meinung? Bin sehr, sehr gespannt. Macht's gut, euer Christian. Ciao.